Die gibt es eigentlich schon immer, muss man dazu sagen, Frauen in der Küche. Inwieweit hat sich's verändert? Das ist ja schwer zu sagen. Heutzutage muss man natürlich viel auf Arbeitsstunden achten. Gerade auch bei den Azubis, es ist die nächste Generation, die kommt, die sollte man pflegen. Also der Nachwuchs ist sehr rar, deswegen sollte man ihn sehr, sehr pflegen und alles das vermitteln, was man selber auch mitbekommen hat. Es sind die Tugenden von Pünktlichkeit und Höflichkeit, die Menschlichkeit natürlich nicht zu verachten. Ganz, ganz wichtig bei uns im Beruf. Ja, und dann natürlich auch das Fachwissen, ja. Die Azubis auch schon anzustochen, hey, die schulischen Leistungen sind unwahrscheinlich wichtig. Ihr macht jetzt den ersten Grundstand für das weitere Leben und. Also das ist, sind sehr viele Sachen, auf die wir damit achten, gerade bei uns in der Ausbildung. Das Interessante, dass es halt bei uns komplett in Heiligendamm breit gefächert ist. Wir haben ja mehrere Outlets bei uns und es ist wirklich so, dass die Azubis auch uns mit über die Schulter schauen, hey Mensch, was macht ihr da eigentlich im Gourmet-Restaurant Friedrich Franz? Wie sieht's aus? Dürfen wir mal mitmachen? Dürfen wir mal an unserem freien Tag mal gucken, was ihr da macht und. Auch mal schmecken, welche Kombinationen wir zusammen kochen und. Also das ist gerade das Interessante bei uns. Diesen Beruf wird ans richtige Licht führen, ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, ein großes Thema sind natürlich Arbeitsstunden, die natürlich nicht sehr wenig sind in der Gastronomie und Hotellerie. Da eine Einigkeit auch mal zu finden und zu sagen, hey, okay, klar, welche Richtung wollen wir gehen, was machen wir, etc. Es wird nicht noch Probleme geben, die haben wir schon, die werden auch immer stärker. Wie gesagt, das Thema ist wirklich Auszubildende zu finden, auch gute Mitarbeiter zu finden, an sich sie überhaupt zu finden. Das ist das große Problem, auch in unterschiedlichen Regionen. Und viele Leute, gerade die jungen Leute, möchten eher in die Großstadt. Wir sind ein Resorthotel, wir haben ein Problem natürlich, wir haben die Ostsee vor unserer Haustür, das ist unser Zugpferd mit. Und das ist, wie gesagt, das, was unsere Branche schon lange belastet, dass wir ein Nachwuchsproblem haben. Ja.